Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von My Time Report hier. Wir reden mal mit der guten Lucy. Oh hey, brauchst du etwas? Ich möchte dich gerne zum Essen einladen. Es gibt etwas, das ich dir sagen muss. Die Veranstaltung zu nennen. Ich würde dich gerne zum Essen einladen. Eine Einladung zum Abendessen? Was ist der Anlass? Einfach nur so, ich lese gerade Himmelhoch über Hochwindreihe und ich muss einfach mit jemandem drüber reden. Molly hat gesagt, dass du ein Fan bist. Ja, das bin ich. Ich hätte dich nie für einen Himmelhoch-Fan gehalten. Natürlich möchte ich mein Lieblingsbuch mit dir besprechen. Großartig, sollen wir am 7. gegen 16 Uhr in der Tafelrunde treffen? Okay, ich werde pünktlich sein. Okay, cool. Am 7. hat sie also Geburtstag. gut, Alice ist hier. Alice kriegt von mir natürlich direkt eine wunderschöne Kristallhalskette. Okay, 10 Punkte ist jetzt nicht so die Hölle, aber naja. Dann der Higgy. Der Higgy kriegt von mir einen Staubsauger. Da freust du dich, oder? So, Rusugel, Cuba, tschüss. So, ich weiß jetzt, wo es dieses Tino-Auto gibt für unser Bibi, was sich ein Lino-Auto wünscht. Und zwar, ich verstehe es nicht so ganz, aber es, hoffentlich kostet es nur Geld. Alles andere wird anstrengend. Gut, 2 Stunden bis Spielen, okay. Dana braucht auch noch ein Regal. Das Problem ist jetzt halt als nächstes mit der Freundschaft zum Hochsteigen ist Ginger dran. Ginger, wer es weiß, ja, die mag nichts. Mit der kannst du irgendwo hingehen und dann dich halt mit dir verabreden. Aber mehr kannst du halt mit dir nicht machen. So, hier die Abzeichenbörse. Angeblich gibt es das da. Mal schauen. Da wird es auch dieses Spieluhr geben. okay. Ah, hier, das gibt's auch für Geld. Kenn doch. Wird es auch eine Milchflasche geben? Okay, ja. Jetzt spielen wir uns das alles mal frei irgendwann, aber jetzt ist jetzt mal das Dino-Auto von so Bibi. Na scheiße, ich werde nur arm mit dem Kind. Mal schauen, dass irgendwann jetzt mal was günstig ist, damit ich. Okay, da warte schon, dass dann war. Damit ich mein Kind mal was Cooles bieten kann. Okay, Mint. So. Ich weiß auch nicht, ob mein Kind jemals groß wird, also oder ob das jetzt die Maximalgröße bleibt. Und ich weiß, dass ich glaube ich sogar noch ein zweites adoptieren könnte. Oh, hallo Emily, bleibst halt bei unserem Kind. Fiona, schon mal geben. 30 Punkte, Alter. Ich hoffe, unser Kind liebt uns irgendwann mal. Dafür haben sich jetzt diese 500 Gold auch schon gelohnt, gell? Ich nur mal sagen. So, dann denken wir mal kurz dann war, wie ich heute meine ganzen Punkte wegkriegen soll, meine Ausdauerpunkte. Keine Ahnung. Aber das wird schon. Hallo, Sanwa. Na, Spielen beginnen. Also, wie wäre es mit der Tafelrunde? Tolle Idee, weil wir gleich davor stehen. Einmal da rein. So. Holbert ist im Haus. So, jetzt sollte mal herkommen. Komm mal, kleines fettes Etwas, komm mal her. Oh, von den Duft hier drin läuft das Wasser zusammen. Sicher, setzen wir uns mal. Über Lieblingsessen reden. Alter, ich habe keine Ahnung, was los ist. Mein Nachbar, der randaliert immer irgendwie. Und ich bin froh, dass gerade keine Musikbox oder so läuft. Und das ist echt creepy. Ich habe voll Angst. Und da fliegen den ganzen Tag Türen und so, keine Ahnung. Yeah, exactly. Komm, wir reden ein bisschen über seine Arbeit. Ich habe richtig Angst vor den Nachbarn. Also ich weiß, dass der irgendwelche Drogen nimmt, aber ich weiß nicht, welche Drogen genau. Ich habe so Angst vor denen. So, bestellen. Ich lade dich ein. Was hättest du gerne? Ich bestelle nichts Teures, versprochen. Okay, aber wenn er das sagt, dann weiß, wissen wir wenigstens, was er möchte. Ein Gemüsesalat, eine eingelegte Kohlpilze, ein Kaviar, ein kurzgebratenes Rüppchen und Ziegenmilch. Okay, das hört sich nur ein bisschen widerlich an. Okay, Gemüsesalat. Dann noch ein eingelegter Holzkohlenpilz. Kaviar. Alter, eine flotte Vorspeise, aber halt teuer. Kurzgebratene Rüppchen, das ist safe unter Fleisch. Und noch Ziegenmilch, Großhimmel. Okay, wir zahlen. Jo.
baue alle meine Leibspeisen, das ist wirklich, was mir gefällt. Ja. Wenn man mir das vorher sagt, dann weiß ich es natürlich. Okay, dann gehen wir mal. Ich weiß auch nicht, ob wir jetzt noch schnell daten sollten, dass wir alle Punkte bei ihm verbrauchen. Komm, wir gehen schnell daten. Daten, komm her, wir daten. Komm. Ja, ich habe übelstes Händchen für Pfeile. Ja, Daten, in echtem Leben kann ich es nicht so gut. Also als Kind war ich doch voll der Profi drin, aber inzwischen habe ich es halt schon 10 Jahre nicht mehr gespielt. So, 20 Punkte, du bist wirklich gut, okay. Ja, gut, dann gehen wir jetzt mal zum Baum der Schande. Und schauen mal, was da so geht. Und dann machen wir einen Spaziergang mit Emily. Und für morgen laden wir Ginger zum Date ein, weil wir mit Ginger ganz dringend Freundschaftspunkte brauchen und die immer nicht zu unseren Festen kommt. So, dann kommen wir mit. So, Huss und Tuss sind hier unterwegs. Ich denke, heute in der Versammlung geht es auch nochmal um Logan, der hier irgendwie in die Stadt einfallen möchte. Ja, sicher können wir uns hinsetzen. So. Na, plaudern. Ja, Walnuss sein, da war ich tatsächlich noch nie. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal den Teil My Time at Walnuss sein. Mal schauen. 81 Punkte, passt. Gehen. So. Naja, dann fragen wir jetzt mal unsere Frau, ob sie nicht mit uns irgendwas machen möchte. Die Martha. Ja, unsere Frau möchte irgendwo mit uns spazieren gehen. Jetzt scheinbar nicht mehr. Ja, ist nicht so schlimm. Ja, dann können wir uns schnell ein Regal für die gute Dana anfertigen. Und dann gehen wir mal zu Ginger. Und die Dana kriegt ein schönes Regal. Regal. Hier Holzkommode. Yep. Einmal für die gute Dana. Dänchen, komm mal her. So, die ist gerade mit einem guten Dava verabredet. Dana und Dava. Immer noch das Traumpaar schlechthin. Er ist ja unser BFF und er hat uns nicht mal ein bisschen geholfen, bei ihr aufzusteigen. Das ist immer noch sehr traurig. Gut, dann gehen wir mal zu Ginger. Die ist ja, glaube ich, gerade ein bisschen unterwegs, wenn ich das auf der Map richtig sehe. Oder ist es einfach nur daheim und QQ rennt frei rum? Okay. Ginger hockt wohl allein daheim. War die früher nicht auch immer in der Kirche? Ich kann ihre Dinge mit meinen Händen spielen. Ach, wir haben die Woche schon mit ihr gespielt. Okay. Da müssen wir uns jemand anders suchen, mit dem wir jetzt seit die Woche spielen. Kann ich schon mal ganz kurz in meine Freundschaften. Inventar Soziales. Mit wem steigen wir hier hinten als nächstes hoch? Higgins, mit dem können wir die Woche nicht mehr spielen. Genauso blöd. Ginger. Orks können wir auch nicht spielen. Mit Toadie könnte man. Wie sieht es hier aus? Die Petra, komm, wir fragen die Petra. Wie ist denn das nächste Opfer? Ich habe gerade überlegt, ob wir eine Handelsgilde waren, aber ja, waren wir. Okay, Pauli rennt hier rum. Toadie wäre auch eine Wahl. Komm, wir fragen Toadie, wenn er schon so dumm in der Gegend rumsteht. Hello, Toadie. Wir wollen doch sicher morgen spielen. Meine Werkstatt. In der Früh. Okay, Nachmittag hat er keine Zeit. Ich glaube, da ist er auf dieser Sternlichtinsel. So, jetzt schauen wir mal, ob irgendwo der Bär rumsteht. Die trainieren hier. Cool, das wusste ich gar nicht, dass sie hier auch trainieren. Hey, wo ist der Bär heute? Wahrscheinlich da hinten irgendwo. Schenken wir dem wieder einen Aroma-Apfel, dass wir auch ein paar Freundschaftspunkte mit denen kriegen. Das sind so die Races um den letzten Platz irgendwie. Und von, dieser Adi, da werden wir nimmer hochkommen, weil der einfach weg ist. Also ich weiß nicht, ob er nochmal wiederkommt. Ich glaube es aber kaum. Und der wird halt der Einzige sein, mit dem, der wo halt dann irgendwann mal letzter ist. So, Papa Bär, hallo. Ich komme extra nur, um dir ein Geschenk zu überreichen. Und zwar kriegst du von mir diesen wunderschönen Aroma-Apfel. Au, au. Okay, tschüss, tschüss. Ja. Zerhauen wir mal hier die Felsen. Da haben wir, glaube ich, nur die Felsen zu hauen. Hätte ja sein können, dass hier was Seltenes drin ist, hm? Okay, 19 Uhr heute ist Versammlung. Das heißt, um 18 Uhr gehen wir mal Richtung
Marktplatz, aber vorher versuche ich ein bisschen meine Energie loszuwerden. So, da ist gerade der Bus. Schön. Ah, die Mali ist gerade auch da, gell? Also vielleicht versucht sie jetzt den Logan zu fangen. Das könnte ich mir gut vorstellen. Okay, aber ich sehe gerade, die Folge ist vorbei. Wir sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht beim My Time Report. Bis dahin. Tschüss.